Ja, moin Leute, der Vex hier und willkommen zurück zu Let's Play Cray. So, wir sind jetzt erstmal hier stehen geblieben, als hier dieser Schatten da vorbeigesprungen ist. Oh Gott, okay. Für alle, die es wissen wollen, ich spreche übrigens in das Teil da. Das ist meine... Damit nehme ich meine Stimme auf, nicht damit. Nur so. Hä? 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 Moment. Was war das denn gerade? Oh! Boah, boah, boah. Ich erschrecke mich daran. Boah. Nee. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. War ich hier schon? Oder war ich hier noch nicht? Oh. Töten. Na gut, hier gibt's nichts. Der Spiegel ist auch wundervoll. Na gut. Hier gibt's scheinbar nichts. Ah, okay, ich nehme an, wir müssen da lang. Dunkler Weg. Ich find's toll, dass das Spiel so linear. What the fuck? Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Silent Hill. What the fuck? Why didn't you listen? Whoa. Das Gefühl der Erleichterung beim Erreichen neuer Informationen kam nie. Eine weitere Notiz wartete bereits auf mich, die mich mit einem Gefühl des Grauens erfüllte. Wieder einmal sah es danach aus, als würde die Handschrift beinahe versuchen, etwas aus meinen Erinnerungen zu entfernen. Die Nachricht war wieder mal kurz, aber dieses Mal enthielt sie eine intime Nachricht. Geh nach Hause. Der schnellste Weg zurück würde durch das verlassene Obdachlosenheim führen. Die U-Bahn wartete auf der anderen Seite. Um Zeit zu sparen, machte ich mich schnell auf den Weg. So. Ja gut, ist klar. Wir sind ziemlich fertig. Ich meine, was hier gerade passiert, ist ja alles andere als gut und böse. I finally made it. Jawohl. Da steht come home, honey, oder? We love to talk about this. Irgend sowas. Moment, wo lag der Zettel? Fuck, wo lag der jetzt? Eine Pistole? Ah, okay, come home, honey. We have to talk about this. Also, komm nach Hause, Schatz. Wir müssen darüber reden. Ja, meine... It couldn't be her. I don't have a choice, though. I have to follow it. Ja. Also, scheinbar war da wirklich irgendwas. Was ist das denn? Ich kann es ja nicht aufnehmen. Schade eigentlich. Warum kann ich die Scheiße nicht aufnehmen? Ich brauche das doch scheinbar. Ja, irgendwie geht's halt nicht. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie Penis oder sowas. Hier scheinbar. Ah. Ja, okay, creepy Musik. Nein. I've got a bad feeling. Ah! Oh! Ich lag gar nicht so falsch. Das sind also die Gegner, ne? Fliegende Messertypen. Ja, geil. Das war's auch mit meiner Pistole.
Munition habe ich jetzt auf keinen Fall mehr. Ne? Okay. Endlich wieder draußen. Boah. Ich hoffe mal, da werde ich nicht reingehen müssen. So wie das aussieht, werde ich da reingehen müssen. Oh ja, was ist das für eine krasse Musik, ey. Ist ja jenseits von Gut und Böse. Moment, hier. Hä? Ach so. Irgendwie bin ich da ein bisschen komisch rausgelaufen. Wow, was ist jetzt? Boah, Messermörder, ey. Verpiss dich. Stopp! Wenn ich wenigstens das Messer aufheben könnte. Das wäre auch mal ein guter Horrorfilm namens Der Messermörder. Jetzt im Kino. 14 Schuss? Nice. Da geht's nicht lang. God, this is so fucked. Ey, ich mag den Typen, der die Synchronstimme ist. Ja, der eben die Synchronstimme spricht. Der macht das richtig, richtig gut. Hier gibt's nichts. Ja, okay, die Musik wird ja immer schlimmer. Boah, komplette Dunkelheit. Do not fuck on our around. Wow! Ich werde die jetzt mal noch nicht alle mit der Pistole töten. Sondern erst ein bisschen Munition sparen. Sollte ich hier überhaupt irgendwie Munition finden, ne? Wow, what the fuck? Ich hab's mir anders überlegt. Richtig, wegen 2 Schuss lade ich nach. Hier ist gar nichts. Was war das denn jetzt? Was soll das denn das? Jetzt schickt die schon Renten auf mich los. Da steckt bestimmt der Staat dahinter. Ah, kann man da nicht kaputt machen? Gut, dann lass uns mal nachgehen. Ein, wow. Eine Bohrmaschine. Sick. Was kann ich damit machen? Ey, das ist ein Lageplan, cool. New Door, wo bin ich? Ich bin wo? Aha. Was kann ich jetzt damit machen? I got a letter from my dead mother. Ah, achso, okay. I don't know what is going on here, but I think I should listen to her. Ah, richtig, da war eine Tür. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Was steht denn jetzt da alles drauf? Bla bla bla, 22, was auch immer. New Door, wo bin ich? Ich bin... Ah, es könnte Sinn machen, dass ich hier bin. Das macht sogar sehr viel Sinn. Das ist eine neue Tür. Wie komme ich da hin? Darüber. Okay. Da raus und dann rechts. Ah ja,
Hier raus. Und dann hier rechts. Oder so. Nee, das war falsch. Hier rechts, glaube ich. Auch nicht. Hier raus hieß es und dann eigentlich hier oder so. Mhm. Ich dachte, hier wäre die neue Tür oder so. Oh. Moment. Komm ich daher? Ja, wenn da Blut ist, muss ich daherkommen. Das Blut kommt ja nicht von allein an die Wand. Was ist bitte für eine Tür gemeint? Ohne Taschenlampe sieht es hier sehr schlecht aus für mich. F1. Gut, dann schaue ich mir das nochmal an. Wow! 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 Woher kommt der denn jetzt auf einmal? Oh, okay. So, okay, nochmal. Ich bin hier. Ich kann da... Ach. Moment, okay. Da geht's da lang? Ja, ja, klar. Moment. Hier geht's runter. Hä, wie komme ich denn da rüber? Da ist doch gar keine Tür. Hier raus und dann direkt rechts. Das wäre dann also genau da jetzt gleich rechts. Ach, das ist nix. Lol. Wie konnte ich das nur übersehen? Ich verstehe es nicht. Wow. Oh ne, auch noch Babys? Ernsthaft? Normale, dann auch Rentner, also ja gut, halt Jugendliche, Rentner und jetzt auch noch Babys. So, und ich werde genau jetzt wieder für euch den Text auf Deutsch vorlesen und übersetzen. So. Na dann. Ich höre irgendein Rauschen. Ja, so viel zum Rauschen. Munition, wunderbar. Oh Gott, puh. Perfekte Erledigungstaktik. Ja, richtig, Erledigungstaktik, so nenne ich das. Tötungsstrategie. So. Muss mal nachladen. Ich muss sagen, die Animation gefällt mir echt gut. Ah, so funktioniert das. Wie schon bei Half-Life 1. Fand ich ziemlich cool, wie man das damals gemacht hat. Oh! Ha! Construction Area. Okay, dann lass uns mal nach oben gehen. Oh, die Sounds hier. Woher haben die Entwickler diese Sounds? Sehr ekelhaft und unmenschlich. So, schön hier rein. What the fuck? Ich bin wieder draußen. So halbwegs.
Aber auf jeden Fall fühle ich mich jetzt sicherer. I'll be home soon. Just half an hour more. Okay. Oh, oh. Das gefällt mir nicht. Wow! Ja, Mann. Haha, wunderbar. So erledigt man die nämlich, ohne Schaden zu nehmen. Like a boss. Irgendwann sage ich mal like a boss oder so. Locked. Ah, okay. Da bin ich. Sehr schön. Ja. Oh Gott, meine Stimme bricht. Wow. Ich hasse es, wenn meine Stimme bricht. Ich habe keine Ahnung, warum die das überhaupt tut. Wow, na. Okay, komm ich noch raus. Toilette. What is going on here? Ja, wenn ich das wüsste, dann. Wow, Baby. Wow. Ah, okay. Das sollen die. Ah, okay, ich verstehe, was das darstellen soll. Komm her. Das sollen die, Oh Gott. What the fuck? Okay, ich sollte meine Pistole benutzen. Oder meinen Akku. Sauber. Oh, noch. Heilige Scheiße. Kann ja auch ein bisschen weniger abgehen. Barrels. Ganz viele Barrels. Okay, jetzt hat sich scheinbar beruhigt. Wir wissen, ob man hier unten noch irgendwie Leben oder sowas finden kann. Eine andere Form von Leben wollte ich, habe ich gemeint. Okay. Ah, das ist eine Puppe. Alter, was sind das für Puppen? Anita's Dolls. Die hat aber auch eine kranke Puppensammlung hier. First Aid Kit, oh wunderbar. Okay, kann ich hier irgendwie rein oder so? Nein, ist auch in Ordnung. Da kann ich endlich wieder raus, wenn ich den Weg noch finde. Na gut, ich würde mal sagen, das ist der Weg, das ist der einzige, ja, Rückweg halt. Oh, ich fühle mich schon viel besser. What the fuck? Okay. Na gut, dann gehe ich halt hier lang. Warum nicht, ne? Wow! My little Anita. Why did all this happen to us? What did we do wrong? 22, warum steht da 22? Achso, ich hab 22 Schuss. Bitte. Mom was dead. Okay, what the fuck? Ich will lieber mal nicht wissen, wofür das hier war. Ah, das hört sich ja grausam an. So. Jeglicher Schein von Logik oder Gründen verschwand. Ich hatte mich an diese Welt verloren. Abgeschnitten von jeder realen Sehenswürdigkeit. Alles Schreckliche schien aus meiner Erinnerung zu entstehen. Geschehnisse voller Grausamkeit, welche vor langer Zeit geschehen sind.
aber bis jetzt noch ungeschlagen sind. So. Wenn ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit sage, dass ich jetzt vorlese, einfach nur damit ich weiß, wann ich cutten kann. Oh. Ja, die gleich. Der scheiß Akkuschrauber hat gleich keinen Akku mehr. Okay. Geister. Geister und Gespenster. Wow! Okay. Oh. Keine Ahnung, warum ich gerade versucht habe zu lächeln. Puh. Das Spiel ist sehr, sehr, sehr gut. Wirklich. Besser als manches Horrorspiel, das so kostenpflichtig erhältlich ist. Auch. Wow. What the fuck? Wow. Bin da überrascht. Moment, ich will zuerst da lang. Ja, es ist besser als so manches kostenpflichtiges Spiel, was gerade so erhältlich ist. Auch wenn. You have to finish something. Okay, auch wenn man. Wer ist das? Auch wenn man Half-Life 2 und Half-Life Episode 2 dafür braucht. Oh, die Schule mit Typen, die an der Wand rumkriechen. It was not an accident. Es war kein Unfall. Okay, ich will wissen, was passiert ist. Wow! What the fuck? Heilige! Wie viele Kinder sind es denn? Oh, okay. Das ist ihr Kopf. Ja, danke. Jetzt habe ich weniger Leben. Wie kann ich das First Aid Kit benutzen? Ah, ich habe scheinbar gar nichts mehr. Sehr gut. Moment, kann ich das doch irgendwie benutzen? Ich speichere hier übrigens auch mal kurz. Und zwar hier. So. Optionen. Ne, nix Video. Tastatur. First Aid Kit. Health geht auf 8. Gut, habe ich auf jeden Fall nichts mehr. Ach, ich muss ihre Körperteile holen. Ja, lecker. Da können wir nicht mehr lang. Wir können hier nirgendwo lang. Ach so, doch. Das sah noch so aus, als ob wir nirgendwo lang können. Wow! Das bin dann wohl ich. Okay, entweder den hellen Weg, den schönen hellen Weg oder den dunklen Weg. Ich würde fast sagen, ich sollte den dunklen Weg bevorzugen. Weil das in jedem Horrorspiel so ist. Ich glaube, ich habe gerade etwas sehr Schlechtes getan. Ja, das glaube ich wirklich. Ich hoffe, das waren die einzigen Gegner. Ja, das wollte ich nicht. Geil, jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Nein, ernsthaft? Noch mehr? Obwohl, ich hab doch noch Schuss. Das war's jetzt aber hoffentlich. Sehr nice, sehr nice. Schuss wäre aber auch ganz gut. Also Munition, nicht Schuss. Aber Leute, ich werde hier mal kurz einen Schnitt machen. Bis gleich.